Zumindest nicht über eine lange Zeit. Staffeln haben wir insgesamt im Feld. 4 mal 7,5 Kilometer. Und vorneweg Entrust Römsheim für Norwegen mit der Startnummer 1. Der Vorjahressieger im IBU Cup der zweiten Liga mit Startrecht hier in Östersund. Und das hat er gleich mal ordentlich genutzt. Mit dem 8. Rang gleich Top-10-Platz also im schwierigen Einzel. Scheint alles gut gegangen zu sein. Gestern gab es ja hier schon den ersten Sturz, wenn die Mannschaften sich so zusammenschieben. Kein Sturz bisher, keine technischen Defekte, alles ist einwandfrei abgelaufen. Das Tempo scheint mir schon sehr hoch zu sein, gleich am Anfang. Die ersten Meter wird da oftmals ja, richtig Tempo gemacht, bis man sich dann eingefunden hat auf der Position, auf der man laufen will, ganz klar. Die Norweger mit vorn an der zweiten Position jetzt und die Franzosen, Italiener vorne. Die Franzosen mit zu den Favoriten. Didi Birnas ist der Startläufer für die Italiener. Und ja, David Kobel war dabei. Position 2-3 ist immer das Optimale als Startläufer. Auch die Franzosen, die ja Weltmeister geworden waren in Oberhof, da haben sie die Norweger schlagen können. Beginnen hier mit Eric Perrault, dem 22-Jährigen. Auch da ein Tausch. Emilien Claude war da vorgesehen. Und jetzt also mit dem jungen Mann vorneweg im dritten Weltcupjahr. Und ganz vorne also mit der 6 Didier Bionard, die Italiener. Haben wir schon auch auf dem Zettel mit Elia Seni, dann vor allen Dingen Tommaso Giacomel. Und dem wiedererstarkten Lukas Hofer, der nach langer Leidenszeit hier ein richtig gutes Einzel gezeigt hat. Sehr schön die Position 2, die David Zobel hier eingenommen hat. Hier lässt es sich tatsächlich am angenehmsten laufen im gesamten Feld. Du musst nicht groß achten, was vor dir passiert. Du musst nur Windschatten laufen, in Anführungszeichen. Muss man auch erstmal hinterherkommen. Da haben wir ihn rechts im Bild, links also die Italiener, dahinter mit der 1 Entrust Strömsheim. Auch die Schweden mit Oskar Brandt, neuer Mann an Position 1. Jesper Nelin war hier vorgesehen und das ist sicher eine Schwächung fürs schwedische Team. Mit der 3 hinter David Zobel also, das ist Eric Perrault für Frankreich. Christian Mehringer, Frauentrainer, der hier an dieser Trainerposition mit unterstützt, verteilen sich ja immer rund um die Strecken alle Trainer beider Geschlechter, sowohl der Frauen als der Männer bei den verschiedenen Rennen, sind hier aktiv, Ersatzstöcke mit dabei und natürlich die Motivationskiste. Bislang in den beiden Staffelwettbewerben am Wochenende noch kein Podestplatz für die deutschen Mannschaften. Single Mix ja von Schweden gewonnen, die Mixstaffel von den Franzosen. Norweger jeweils Zweite. Allerdings die Frauen gestern aus Norwegen, die waren hier erfolgreich. Durch Ingrid Landmark Tandrevold. Macht er sehr gut, der David Zobel, dass er sich hier vorne am Feld hält. Das ist genau die Aufgabe der ersten Position. Heute auch die Temperaturen wieder etwas kälter, minus 9 Grad circa, verteilt auf die Strecke natürlich etwas unterschiedlich, aber dadurch werden auch die Bedingungen für das Wachsen wieder einfacher. Je wärmer das wird, desto schwieriger. Wir haben das Thema Flur ja schon mehrmals angesprochen, also je kälter, desto einfacher zu wachsen und desto geringer auch die Unterschiede in den Skiern. Ja, muss einfach nochmal sagen, der Erfolg im Einzel von Roman Rees und Justus Strelo, die eben hier nicht dabei sein können, ist aber auch ein Fingerzeig für die ganze Mannschaft, dass man hier in der Breite stark ist, alles oder vieles richtig gemacht hat in der Vorbereitung. Also das muss gar nicht heißen und David Zobel deutet das hier an, dass das die große Schwächung ist für diese Staffel. Man wird halt eben sehen müssen, wie Johannes Kühn dann zum ersten Mal überhaupt im Weltcup auf der 4. Position als Schlussläufer mit der Verantwortung dann klarkommt. Kann man ein wenig einschätzen, ob die Ski laufen oder nicht. Gleich vor allen Dingen in der nächsten Abfahrt, wenn es auf die Gerade geht, hin zum Skistand.
Und das ist eben das nächste Stichwort. Gutes Schießen, Voraussetzungen. Gestern ja die Frauenstaffel. Bestes Schießergebnis mit nur 4 Nachladern. Und damit die Basis gelegt für den Sprung aufs Podest. So, jetzt kommen sie herein, vorbei an der Haupttribüne. Und dann gleich zum ersten Schießen. Liegender Anschlag. Mit der 18 hat sich hier nach vorne gestohlen. Aus Kasachstan, Alexander Muchin. Er möchte auch mal. Jede Staffel muss ja die Matte jetzt belegen, die sie beim Anschießen hatte, beziehungsweise deren Startnummer sie trägt. Sonst gäbe es hier ein Durcheinander. Ja, Muchin hat da schon einen zeitlichen Vorsprung. Er darf und er wird jetzt wahrscheinlich als erster schießen. Und wir schauen natürlich auf David Zobel. Ganz unten seine Scheiben. Beginnt hier allerdings mit einem Fehler. Wow, jetzt schon der zweite, Italien stark. Ukraine fertig. Ja. Auch Frankreich durch, auch Norwegen mit einem Nachlader. Und David Zobel kämpft. Leichte Probleme beim Nachführen der Patrone. So, die muss passen. Sonst geht's hier in die Strafrunde für David Zobel und das deutsche Quartett. Ja, gerade noch retten können. Ja, ja, ganz klar. Durchatmen da draußen. David Zobel, alle Nachlader gebraucht, aber dann doch am Ende die Scheiben umgelegt. Aber jetzt muss er sich eben hinten einreihen. 16. Position, 19 Sekunden der Rückstand. Das ist noch nicht allzu viel, aber das ist natürlich bitter. Schauen wir mal aufs Trefferbild. Oh, Fehler rechts und rechts tief. Hier sehr schön zu erkennen, natürlich die Scheiben jungfräulich frisch gestrichen. Jetzt hat er die andere Scheibe gewählt bei diesem Schuss. Und auch hier, man sieht den Fehler sehr schön rechts. Also definitiv eine Tendenz rechts gehabt, zumindest bei den Fehlern. Und jetzt kann er loslegen und darf nicht überziehen. Muss schauen, dass er die Lücke schließt, aber eben nur so, dass er auch im stehenden Anschlag treffen kann. Also in Führung die Franzosen. Eric Perrault, der einen Nachlader gebraucht hat. Dann die Ukraine mit Schenko. David Komatz für die Österreicher auf der dritten Position. Und Oskar Brandt für Schweden auf Rang 4. 1,3 Sekunden nur hinter der Spitze. Dan Strömsheim für Norwegen. Germain für die USA. Dovzan für die Slowakei. Also und Ranta für Finnland. Die ersten 11 Nationen alle eng beieinander und diese 11. Position belegen die Italiener. Mit Biona. Auch der hat einen Nachlader allerdings nur gebraucht. Und da kommt der David Zobel. Ja, läuft hier gut. Ja, springt hier an, ja. Auf dem Weg nach vorne im vergangenen Jahr ja mit einem überragenden Saisonstart. David Zobel, den besten überhaupt in seiner Zeit im Weltcup. 3 Top-10-Plätze, 1. Podiumsposition geschafft mit dem Einzel in Kontiolahti. Hier im Einzel hat sie ihm nicht ganz gut so getaugt, aber er arbeitet sich hier kontinuierlich von einer Position zur nächsten nach vorne. Nächste Überholung. Und da sind wir an der Spitze mit Eric Perrault. Auf zweiter Position Maxime Germain aus den USA, 21 Jahre alt, aus Anchorage. Ja, Position 13. Ja. Da hat er doch 3 Plätze gut gemacht und 4 Sekunden gut auf die Spitze. Also das Tempo hoch von David Zobel. Wie gesagt, er muss ja jetzt versuchen, dran zu bleiben. Rückstand etwas geschmolzen. Ja, macht er bis hier auf der Strecke gut, richtig gut. Maxim Makarov hier mit der 17. Eine der Staffeln, die weiter hinterherlaufen aus Moldawien.
Dann haben wir Philipp Navrat, der sich vorbereitet, an zweiter Position, gute Laufform mitbringt, siebte Laufzeit gehabt im Einzel. Da hat es am Schießstand nicht ganz so gut funktioniert. Und Sie hören es hier durch den Wald schallen, Hopp David, die Anfeuerung für David Zobel. Im vergangenen Jahr hier in Östersund bei der Staffel die deutsche Mannschaft auf Rang 3 mit Rees, Kühn, Navrat und Doll hinter Norwegen und den Franzosen. Momentan ist das noch ein Weg fürs deutsche Quartett. So, rechts Büro, links der Schwede, Oscar Brandt, dahinter der Italiener Didier Bionat. Dann Stalder für die Schweiz, Schrömsheim für Norwegen. David Komatz da führt das Feld der Verfolger an und David Zobel ist schon neben ihm. 10 Sekunden nur noch, also David macht gut, 9 Sekunden jetzt insgesamt und geht vorbei. Und ich glaube, also vom Gefühl her geht der Ski richtig gut. Also er kann da hier schon auch über diese Kuppen gut drüber laufen. Es sieht so aus, als würde der Ski richtig gut gleiten. Ja, dann sind wir eben gespannt, wie es ihm gelingt beim stehenden Anschlag, dass er sich auch diese Runde hier gut eingeteilt hat und da ordentlich mit genügend Körnern parat zu stehen und die 5 Scheiben abzuräumen. Oscar Brandt also vorneweg. Schwache Saison im Vorjahr. Und das sind die ersten 6, die hier gemeinsam reingelaufen kommen. Perrault, Bionat und ganz vorne Oscar Brandt. Wir schauen natürlich nach hinten, da rutscht auch schon David Zobel heran. Die Schweiz, sehr gut. Sebastian Stalder war das. Ja, und wir schauen auf David Zobel. Ein Fehler diesmal. Ja, sehr gut. Diesmal sehr gut gelöst, schnell nachgeladen und gleich geht's wieder raus. Also hat er prima gemacht, diese zweite Runde und dieses abschließende Schießen im stehenden Anschlag. Schwierigkeiten, Strafrunde jetzt sogar für die Schweden, für Oscar Brandt. Den wird man im Hintergrund hier gleich abbiegen sehen. Und da ist David Zobel als 11. jetzt mit rausgegangen. 20,5 Sekunden sein Rückstand. Ganz vorne also der Schweizer Stalder. Vor den USA, Germain macht das auch hervorragend. Dann Perrault für Frankreich, Komatz für Österreich. Und über die Schulter geschaut. Rechts hoch der Fehler von David Zobel. Greift er zunächst nach hinten, aber diese 3 Ersatzpatronen hat er schon beim Liegenschießen verbraucht. Also bin insgesamt 4 Nachlader. Dafür hält er sich ganz gut. Wenn es ihm jetzt gelingt, eine gute letzte Runde zu laufen, dann ist überhaupt nichts passiert. Dann kann er vielleicht mit 10 Sekunden Rückstand auf die Spitze übergeben und dann ist alles weiter offen. Ja, die Norweger auf der 6. Position. Sehr gut also vorneweg. Die Schweizer mit Sebastian Stalder, dem 25-Jährigen aus Wald. War hier auch 5. im Einzel, ist also richtig in der Topform. Vergangenen Jahr schon angedeutet, jetzt geht Perrault allerdings an die Spitze für die Franzosen. Und mit der 12 Maxime Germain aus den USA, ganz junger Athlet, ich habe es gesagt, 21 Jahre alt. Auch die US-Amerikaner ja ein wenig im Umbruch, da kommen neue Namen hinzu. Campbell Wright werden wir heute sehen, den Neuseeländer, der einen US-amerikanischen Pass hat, weil US-amerikanische Eltern wird hier auf der 4. Position sein. Und wir schauen
wo es hier David Zobel hinschafft. Er bewegt sich gut, obwohl das Tempo jetzt natürlich angezogen wurde vom Franzosen. Gleich reißt er das Feld auseinander. Sebastian Stalder kann aber mitgehen. Ja, Stalder zum zweiten Mal in seiner Karriere auf dem fünften Rang hier in diesem Einzel. Und das deutet er hier an. Ja, der US-Amerikaner muss jetzt abreißen lassen. Und da kommt David Zobel. 20,5 Sekunden waren es. Hast du 5 Sekunden gut gemacht? Über die Kuppe. Ein paar hat er gut machen können. 17 Sekunden sind es insgesamt auf die Spitze auf Erik Perot. Sieht nach wie vor gut aus. Und wenn wir gesagt haben, Stalder schießt schnell, dann hat er tatsächlich noch vier andere, die schneller geschossen haben. 17 Sekunden, 20 Sekunden, 21 Sekunden. Guter Rumänien, Ranta, Finnland, Dovschan, Slowenien. Und ein Pole, also es ist schon ein gehöriges Tempo im Stehendanschlag zu verzeichnen. Wenn da so viele unter 25 Sekunden schießen, das ist stark. War allgemein das Thema quer durch die Nationen. Alle haben sie daran gearbeitet, das ist das Justieren, das Nachjustieren, die Schießgeschwindigkeit, die ein oder andere Sekunde da rauszuholen. Und für Philipp Navrat geht es dann gleich hier auf die Reise. Der 5 für Österreich, David Komatz, hat sich da kurz umgeschaut. Das ist David Zobel hier. Ah, jetzt wird's zäh, aber jetzt kommt Gott sei Dank die Abfahrt. Da kann er sich vielleicht noch ein wenig regenerieren. Ich meine, er hat 4 Plätze gut gemacht bis jetzt. Das ist schon gut nach dem Schießen. Ja, viel Unruhe da an dieser Position der Trainer. Enges Feld da ganz vorne weg. Mit der 10 hier Miha Dovzan für Slowenien. Lange Jahre schon mit dabei, 29 Jahre alt. Jean-Paul Jacquinot für Frankreich, langjähriger Schießtrainer. Die Herren allerdings haben ja ein neues Trainerteam. Aber jetzt schauen wir zunächst einmal auf die Wechsel hier. Also die Franzosen wechseln auf Emilien Jacquelin. Die Schweiz auf Joscha Burkhalter. Österreich auf Simon Eder. Dann die Slowenen, da kommt jetzt Jakob Fack ins Spiel. Und für Norwegen Tarje Bö. Und für Deutschland Philipp Navrat, also 6. Rang, 15,3 Sekunden. Gute Schlussrunde von David Zobel. Ein paar Sekunden und vor allen Dingen Plätze gut machen können. Von 11 auf 6 gesprungen, 15,3 Sekunden, wie gesagt, der Rückstand. Schnellste Schlussrunde, fast. Eben kommt Oskar Brandt rein, der Schwede. 0,3 Sekunden, noch mal schneller als David Zobel. Nichtsdestotrotz eine hervorragende letzte Runde. Rennen gut eingeteilt, hat er gut gemacht. 15 Sekunden, das ist aufzuholen. Die Norweger auf dem 7. Rang gewechselt. Also hinter der deutschen Mannschaft, Italien auf 8, auch die dahinter. Schweden auf 11. Ja, und mit David Zobel haben wir den schnellsten Läufer der ersten Staffel gehabt. Also der allerersten Läufer. 16 Minuten, eine Sekunde hat er gebraucht für die Total Course Time, wie es so schön heißt. Also die Skilaufen, David Zobel war in guter Form und die Aussichten sind nach wie vor exzellent. Da haben wir Emilien Jacquelin jetzt also auf Attacke. Das ist für ihn wie auf den Leib geschneidert, diese Position. Joscha Burkhalter muss da schon ordentlich abreißen lassen.
Den hat sich Emilien Jacquelin, mit dem ist er ja quasi zeitgleich rausgegangen, schon geschnappt. Da haben wir Philipp Navrat hinten an der Bande. Und hier außenrum Tarje Bø mit der 1 für Norwegen auf der Höhe von Philipp Navrat. Vielleicht wartet Philipp ja auch ein wenig auf den Moment, an dem Tarje Bø an ihm vorbeigehen will, um dann sich hinten reinzuhängen. Mal schauen, Philipp ist normal ein guter Läufer, der bräuchte jetzt auf niemanden in dieser Gruppe Rücksicht nehmen. Genau. Richtig gut, Philipp, jawohl, er hat die Initiative ergriffen. Und drückt also ein wenig aufs Gas. Tuukka Iwenius war da noch in der Nähe, Chantal Halti für die USA. Und hier mit der Startnummer 11, Jascha Burkhalter. Genau, dein Tempo wieder in der Mix. An der zweiten Position jetzt schon 12,5 Sekunden zurück, 0,1 waren es. Und Philipp Navrat ist schon auf die dritte Position gegangen, von 6 auf 3. Ja, ich habe es angesprochen, siebte Laufzeit im Einzel. Richtig gute Form. Im Sommerjahr mit Problemen, Mittelfußfraktur beim Fußballspielen sich zugezogen, Bänderriss gehabt. Das heißt natürlich Trainingsausfall, da musst du reduzieren. Und dann kommt er eben so in die Saison rein, mit einer richtig guten Laufform. Ähnlich wie sich das ja eben bei Roman Rees und Justus Strelo gezeigt hat. Ich habe es gesagt, ist auch immer ein Fingerzeig für die ganze Mannschaft. Aber er ist schon in den letzten Jahren immer einer der Läufer mit dem größten Potenzial. Philipp Navrat. Trotz der Verletzung im Vorfeld war es schon zu erwarten, dass er mit zu den schnellsten, zumindest in Deutschland natürlich gehört, aber auch international. Der Philipp ist ein Tier, der kann wirklich richtig Gas geben. Eine ausgeprägte Oberkörpermuskulatur. Das Training in diesem Jahr hat ihm da sicher gut getan, also nochmal gut getan. Er konnte ja nur viel mit dem Oberkörper arbeiten aufgrund seines Fußdruckes. Da kann er schon anschieben, der Philipp Navrat. Da kommt er um die Ecke gelaufen. Tarje Bø hinten dran im Schlepptau. Und mit der 3 hier Emilien Jacquelin, der läuft vorne weg. Um diese Haarnadelkurve da kurz vorm Stadion kann er sich anschauen, wo sind die Verfolger. Aber er hat da schon etliche Meter gut machen können. Und Philipp Navrat ist auch gleich nach vorne gegangen, jetzt schon auf die zweite Position. Also viel Selbstvertrauen im Körper. Was das Läuferische angeht bei Philipp Navrat. Und er schiebt wirklich auch noch den letzten Meter voll an. Geht nicht frühzeitig in die Hocke, um sich auszuruhen, sondern er schiebt, er nutzt all seine Kraft, um wirklich viel Tempo immer mitzunehmen. Mit dieser 1-1er-Technik. Und dann geht's runter, rein ins Stadion. Also das deutsche Quartett wieder mittendrin im Kampf hier um den Sieg, ums Podest. Er hat momentan die Trümpfe in der Hand, Emilien Jacquelin. Ja, auch mit ordentlich Schwierigkeiten in der vergangenen Saison, hat sich auch rausnehmen müssen, aber kommt hier wirklich sehr, sehr gut zurück im neuen Jahr. Die Bedingungen sind für das Liegenschießen optimal, praktisch Windstille. Auch beim Anschießen war es heute schon richtig gut, mal immer so eine kleine Schwierigkeit in Östersund, geht meistens viel Wind, heute perfekt. Ja, und am Glas haben wir kurz gesehen, Jean-Pierre Amat, neuer Schießtrainer, selbst Olympiasieger, Sportschießen gewesen, 96 bei den Franzosen. So, da ist der Fehler von Emilien Jacquelin. Ah, schneller Rhythmus, ein Nachlader, die Österreicher sind raus. Simon Eder. Ja, kann er nutzen gleich. Und damit geht's raus auf die Runde. Auch Maren Hammerschmidt ist da zufrieden. Da draußen die ehemalige Biathletin neben Jan Wüstenfeld, dem Arzt, der momentan ordentlich Beschäftigung findet im deutschen Team. Simon Eder also vorneweg. Emilien Jacquelin hat die erste Position verloren. 4,2 Sekunden hinter dem Österreicher. Philipp Navrat hat den Podiumsplatz für den Moment gehalten. 10,6 Sekunden auf Rang 3. Direkt dahinter wieder Tarje Bø. Die beiden eng beieinander. Dann Jakob Fack, der alles getroffen hat.
und Shorty für die USA auf Rang 6. Schweden hier wieder mit zwei Nachladern, spielen noch überhaupt gar keine Rolle hier in dieser Staffel. Malte Stefansson, den wir hier groß im Bild haben, den 22-Jährigen aus Augsburg. Da folgen dann noch Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson. So, jetzt hat er es geschafft. Leichte Probleme beim Überwerfen des Gewehrs. Strafrunde unten für Kasachstan. Gut zu erkennen an dem vollroten Punkt, der dann aufleuchtet. Also, Österreich vor Frankreich, vor Deutschland, dann Norwegen. Einer der großen Favoriten hier, Italien auf 8 und Schweden jetzt auf 14 mit 1,18,4 Rückstand schon. Ah, Glück hier beim vierten Schuss, ganz knapp rechts getroffen, Randtreffer. Und hier der Fehler auch rechts gewesen. Auch er eine leichte Rechtstendenz. Ja, noch zwei, dreimal auch nachdrücken müssen, ist ja wirklich so immer so mit viel, viel Fingerspitzengefühl. Sie haben auch gesehen, die schneiden diese Handschuhe auf, um den Finger da, den Abzugsfinger rauszuholen, um das Gefühl zu haben für diese 500 Gramm, möglichst viel vor dem Abzug dann wegzunehmen und dann letztendlich auszulösen. Ja, es ist eine Übung, circa 400 Gramm Abzugsvorzug wegzunehmen. Also, dass man nur noch mit 100 Gramm sozusagen dann wirklich abdrückt. Das wird trainiert. Da gibt es auch für die Kälte verschiedene Abzugsbügel. Die sind einer Nadel gleich, also nicht einer Nadel, aber einer ganz spitzen, einem ganz spitzen Stift gleich, damit man eben mehr Gefühl hat. Viel Übung ist notwendig, um diesen Vorzug richtig abzunehmen und vorzuziehen. Ja. Ganz großartiges Training, das die Deutschen aber dieses Jahr wirklich gut gemacht haben. Ja, unter anderem auch David Zobel und der steht jetzt bereit zum Interview bei Nils Kaben. Ja, ist ganz schnell gekommen, musste ja einspringen für einen der leicht Erkrankten. Gestern stand Selina Grotjan hier, die hat es morgens beim Zähneputzen erfahren. Wann haben Sie die Nachricht gekriegt, dass heute Wettkampftag ist? Ja, ein bisschen früher. Ich hatte noch nicht Zähne geputzt, aber ganz knapp vor dem Frühstück. Ich bin ja mit Justus auf dem Zimmer und dann hat er mir gesagt, ja, es schaut leider nicht so gut aus für heute, aber ist eine Vorsichtsmaßnahme und ich drücke ihm die Daumen, dass er dann im Sprint wieder parat ist. Deutsche Mannschaft ist im Moment auf Podiumskurs. Wie sind Sie zufrieden mit Ihrem Auftritt? Ja, das Liegenschießen, das lasse ich mir vom Justus noch mal zeigen. Deswegen wäre er auch auf Start gestanden. Das war leider gar nichts. Muss ich mir die Treffer auch noch mal anschauen. Ich glaube, es war einfach schlecht geschossen. Laufen war dann wirklich gut. Musste halt zweite Runde ziemlich viel investieren. Das war was Stehen, Schießen ein bisschen wackelig. Aber ein Nachlader war da in Ordnung und Schlussrunde war auch gut. Der Blick in den Computer hat uns gezeigt, dass Sie der Schnellste waren von allen, die vorne gelaufen sind. Sagt das gleichsam viel über Ihre Form und über die Form der Wachser? Der hier, der war heute überragend. Also wirklich richtig, richtig guten Ski gehabt. Ich fühle mich selber auch gut. Das gehört, glaube ich, immer auch dazu. Aber ja, gerade erste Runde, ich glaube, man hat es ganz gut gesehen. Ich konnte Schlangenlinien durchs Feld fahren, einwandfrei. Also das Brett läuft heute sehr gut. Und deswegen bin ich sehr positiv fürs restliche Rennen gestimmt. Wir dann auch. Herzlichen Dank. Danke. Ja, Schlangenlinien durchs Feld gefahren, einige Positionen gut machen können nach diesem Liegenschießen. Selbstkritisch David Zobel und wir drücken ihm die Daumen, wenn er mit Justus Strelo eben auf dem Zimmer ist, dass er nicht auch diesen Effekt einheimst oder einzig einhandelt. So, sind wir wieder bei Emilien Jacquelin, der wieder ganz nach vorne gegangen ist. Sich Simon Eder wieder geschnappt hat, waren 4,2 Sekunden, auch nur in Anführungszeichen. Auch Navrat und Tarjebö sind vorbei am erfahrenen Österreicher. Da haben wir das Trio in der Verfolgung von Emilien Jacquelin. Mit Navrat ein paar Sekunden gut machen können da auf die Spitze. Und auch jetzt gerade bei dieser Abfahrt wieder zu sehen, Tarjebö kommt gerade so in der Hocke im Windschatten nach. Auch das Material vom Philipp Navrat ist wirklich hervorragend. Siegfried Massé, Franzose am Glas, der Norweger, seit im 9. Jahr schon bereits. Und Emilien Jacquelin also in der führenden Position auf dem Weg zu Matte 1. Und dann die drei Verfolger. Mit Philipp Navrat
mit Tarje Bö und Simon Eder, dem Linksschützen. Ja, hängt hier alles schlaff im Wind. Schauen Sie, die Null steht. Na, schön zu hören, dieses Durchatmen von Emilien Jacquelin. Philipp Navrat, gleich der Erste. Zwei Nachlader, Jacquelin. Jetzt auch Tarje Bö mit Nachlader. Simon Eder ist wieder fertig. Ja, ja, ja. Hase-Igel-Spiel, jawohl. Sehr gut. Tarje Bö und Philipp Navrat gehen hier gemeinsam raus. Emilien Jacquelin verliert seine führende Position, kann aber jetzt auch hinterher sprinten. Simon Eder also in Führung für Tarje, vor Tarje Bö, dann Navrat. Alle drei vorbei an Emilien Jacquelin. 12,1 Sekunden sein Rückstand auf den Österreicher. Hervorragend auch Jakob Fak. 5 Schüsse, 5 Treffer. Hervorragend. Slowenien nach wie vor im Rennen. Auch die US-Amerikaner mit John Doherty hier mit 5 Treffern. In einer sehr, sehr guten Position bis hierher in diesem Rennen. Als Sechste. Also, Philipp Navrat hat er sehr, sehr gut gelöst in diesem direkten Quartett, direkten Duell des Quartetts, das da stand am Ende. Da musst du die Nerven behalten und wie sie die Athleten immer so schön sagen, bei dir bleiben. Das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. So, 5 Treffer auch für die Schweiz. Joscha Burkhalter, der da an zweiter Position unterwegs ist. Und Schweden wieder mit Problemen. Schon 3 Fehler. Das heißt, alle 3 Ersatzpatronen müssen jetzt passen. Bei Malte Stefansson haben wir ihn groß im Bild. Es ist ja immer noch ein zusätzlicher Druck hier vor heimischem Publikum, eine solche Staffel zu bestreiten. Ja, das Gewehr in der Schulter zu lassen und nicht aus dem Anschlag zu gehen, wie er es hier macht, das ist die Kunst. Und immer, wenn man eben so schlechte Winkel hat, um die Patrone einzuführen, dann verklemmt sie auch mal. Ah, ja, und jetzt ist es auch noch schief gegangen. Hat lange, lange gebraucht, auch eben die letzte Patrone danach zu führen. Und dann geht es auch noch schief. Also Strafrunde für Schweden. Es geht weiter nach hinten. Für einen der mit der Top-Favoriten hier in dieser Staffel, der ersten in dieser Saison. Uiuiui, und auch der zweite war ganz schön knapp. Randtreffer links hoch von Philipp Navrat. Atmet er nochmal durch zur Sicherheit. Hat er dann auch gut gemacht. Nicht mit Krampf da den letzten Schuss gesetzt. Und der passt. Ja, und dann sind wir gespannt, was da draußen auf der Strecke passiert. Mit den Leistungen, die er bislang hier gezeigt hat. Schaut super aus. Komm mal jetzt. Und da drüber nochmal Gas. Da drüber ziehen und dann Gas, schreit Christian Mehringer. Und dann gehst du da vorbei. Simon Eder also schon da wieder nach hinten gedrückt. Das war zu erwarten. Und Emilien Jacquelin, der saugt sich da auch ran an den Österreicher. Und vorneweg also Tarje Bö und Philipp Navrat. Scheint aber da nicht so richtig ranzukommen. Emilien Jacquelin sind nach wie vor 12,7 Sekunden. Also eine halbe Sekunde im Prinzip verloren auf die beiden Führenden vorne, auf Tarje Bö und Philipp Navrat. Jacquelin, die vorherige Runde ja alleine unterwegs gewesen praktisch. Das kostet dann immer die eine oder andere Sekunde dann in der nächsten Runde. Elias Seni hier für die Italiener. Auch die haben sich mehr versprochen bis hierher. Rang 7. Tommaso Giacomel und Lukas Hofer haben da einiges vor sich, wenn sie nach vorne wollen. Und dann haben wir Benedikt Doll, der hier an der 3. Position gleich ins Rennen gehen wird. Dem wurden jetzt die Zeittransponder umgelegt, um die Fußfesseln sozusagen
Dort wird die Zeit gemessen elektronisch mit Schleifen, die in der Strecke eingegraben sind. Eine hochmoderne und sehr verlässliche Methode, die Zeit zu stoppen. Und hier quasi im Gleichklang die beiden Führenden, Tarje Böe und Philipp Navrat. Tarje Böe nochmal jetzt mit einer richtig fetten Schlussrunde. Ja. Er gibt sich alle Mühe, aber kann den Philipp Navrat nicht abhängen. Der läuft 100%, Tarje Böe, natürlich Philipp auch. Ja, und es ist ja, wir haben es ja gehört auch im Vorbericht bei Roman Rees, endlich mal die Norweger zuschlagen. Aber da kommt natürlich jetzt gleich Johannes Tinjes Bø und dann noch am Ende Vetles Jastad Christiansen, der etatmäßige Schlussläufer der Norweger. Da haben wir den erfolgreichsten der letzten Jahre, Johannes Tinjes Bø, an dieser dritten Position. Das heißt also, Benedikt Doll und Johannes Tinjes Bø, die gehen hier gemeinsam auf die Reise. Viel Spaß. Ja, das Material stimmt bei der deutschen Mannschaft. Brauchen sich definitiv nicht hinter den Norwegern zu verstecken. Jetzt Felix Leitner übernimmt von Simon Eder für Österreich auf der dritten Position. Und dann für die Franzosen Fabien Claude. Haben wir nochmal Philipp Navrat, der Glückwunsch von David Zobel. Ja, mit einem kleinen Grinsen im Gesicht. Ja, kann zufrieden sein mit seinem Rennen. Philipp Navrat. Und wieder einmal der Beweis, dass die Form stimmt. Dass auch die Techniker heute wieder wirklich, wie schon am Wochenende, eine tolle Arbeit geleistet haben. Wir haben es ja schon mehrfach erzählt, eben dieses Flurwachsverbot. Sich wieder neu reinfinden, neue Erfahrungen sammeln. Mit den Wachsen, die zur Verfügung stehen. Und von den Laufzeiten her, letzte Runde, wir haben es gesehen, Bø und Navrat praktisch gleich schnell auf eine Zehntelsekunde und auch auf der gesamten Strecke die beiden nur 1,2 Sekunden auseinander. Sie waren immerhin 20 Sekunden schneller als Emilien Jacquelin als dritter Schnellster. Ja, also das ist schon viel Holz. Das haben sie großartig gemacht, beide, der Norweger und der Deutsche. So, dann der Wechsel von Tschechien. Die Schweiz mittlerweile auf den 9. Rang zurückgefallen. Jetzt an dritter Stelle allerdings ihr bester Niklas Hartweg. Und hier nochmal der Wechsel von Philipp Navrat auf Benedikt Doll. Jawohl, die Berührung muss sein. Und Tarje Böe dann eben auf Johannes Tinjes Bø. Der 7 hier für Finnland jetzt, Tero Seppala. Auf dieser dritten Position. Ja, und Sie haben es gehört, Gemitir, Benedikt Doll. Ist ja jedes Mal die große Frage in den Rennen. Jetzt haben wir hier 2,5 Kilometer Runde, relativ kurz. Auch noch die erste dann für die beiden. Da wird sicher noch eine Tempoverschärfung kommen von Seiten von Johannes. Also muss man sehen. Aber Benedikt Doll geht hier mit. Kann er auch. Kann selbstbewusst sein. Hat eine gute Form. Was Johannes betrifft, der läuft normal immer sehr, sehr schnell an. Die erste Runde ist meistens seine schnellste. Er kann das Tempo meist gar nicht so halten. Zum Schluss geht es dann wieder. Aber am Anfang läuft er oft ganz brutal schnell. Vielleicht hat er das auch gelernt, dass er das jetzt mal nicht mehr macht. Er war der Beste der Welt, aber das wäre noch so ein kleiner Makel, den man als Trainer anbringen kann. Eine etwas bessere Renneinteilung. Ja, und mittlerweile, Sie haben es gesehen im Bild, der wechselt bei den Schweden. Ja, während hier Benedikt Doll, ja, die wechseln sich ab in der Führungsarbeit. Lässt Benedikt Doll sogar vor. Ja, ja. Die Schweden also auf Position 18 gewechselt, nach dem Desaster da am Schießstand. Martin Ponsiluoma jetzt unterwegs. Sein Rucksack wiegt 2 Minuten 39,9 Sekunden. Und er ist natürlich nicht ganz gesund, Martin Ponsiluoma, mit einer Entzündung im Hüftbereich, im Schambereich. Das ist extrem hinderlich, kann fast nicht trainieren. Da ist auch Johannes Lukas gespannt, wie es denn weitergehen wird.
ob nicht eine längere Pause für Martin Ponzelioma ansteht. Also das kommt eben noch dazu. Das ist die Verfolgergruppe hier, angeführt Jake Brown, den USA, mit der 6 hier. Sie hören es an den Rufen der Italiener Tommaso Giacomel. Im Mitte August noch mit Trainingsunfall, mit dem Mountainbike gestürzt, Helm kaputt gewesen, nichts gebrochen. 7 Stiche musste die Wunde genäht werden im Gesicht. Schürfwunden an Schulter und Rücken, das ist, kommt immer wieder vor. In der Vorbereitungszeit mit den Mountainbikes unterwegs, mit den Rollerschienen, dass es den einen oder anderen Sturz gibt. Aber Giacomel hat dann doch noch ordentlich trainieren können und hat sich hier im Einzel auch in einer guten Form präsentiert. Und beide jetzt im Gleichschritt. Johannes Tinnis B. versucht, die Bewegungsmuster von Doll mitzugehen. Kann man etwas näher hinlaufen an den Konkurrenten. Der fühlt sich vielleicht auch etwas mehr gestört, lässt jetzt hier auch Johannes Tinnis B. wieder vorbei. In die Abfahrt Richtung Stadion rein mit der 3 Fabian Claude für Frankreich. Dritte Position, 21,1 Sekunden. Also auch für die Franzosen ist hier noch viel möglich. Richtige Teamarbeit leisten die beiden. Die sind sich einig. Wir arbeiten zusammen, um die Verfolger fernzuhalten. Das ist ja mal wirklich ein seltenes Bild, das man aus den letzten Jahren nicht kennt. Denn die Norweger waren ja eh immer schon unterwegs und weit vorne. So viel zum Thema, ob die Norweger dann am Ende dieser Staffel hoffentlich noch zu sehen sein werden. Ja. Also die deutsche Mannschaft hier wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Läuferisch top. Gutes Material, die Form passt an diesem Staffeltag. Und jetzt muss es auch am Schießstand funktionieren. Oder Schwellepetz. Siegfried Massé. Die Anspannung da draußen. Weiterhin hier kein Problem, keine Veränderungen in den Windverhältnissen. Und Benedikt Doll hat daran gearbeitet, den ersten Schuss früher zu setzen als noch in den letzten Jahren. Schauen wir, ob es im Duell gelingt. Ja. Ja, setzt hier den ersten Schuss. Den zweiten daneben. Sehr kontrolliertes Schießen bei Johannes Tinnis B., aber dann liegt auch er daneben, muss auch nachladen. Jetzt wäre es gut und wichtig. Da, Johannes Tinnis B. ist fertig, ja. Aber Benedikt Doll auch. Da kann er mitgehen. Und dann das Duell Österreich gegen Frankreich. Die beiden nächsten Verfolger. Und jetzt schauen wir mal, ob der Johannes Tinnis B. da nochmal zulegt. Felix Leitner hat sich hier an die dritte Position gesetzt, jetzt alleine. Jetzt kann ihm allerdings auch der Franzose Fabien Claude folgen. Unverändert also die 4 Nationen da vorne weg. 2,3 Sekunden waren es bei Benedikt Doll. Und dann schon ein Abstand von 18 Sekunden zu Felix Leitner, dem Österreicher. 12 hier, nach wie vor auf einer guten Position. Jake Brown jetzt für die US-Amerikaner. Slowenien jetzt aber mit 5 Schüssen alles getroffen. Ja. Tommaso Giacomel tut sich schwer. So, jetzt die US-Amerikaner aber mit 2 Strafrunden. Also schießen sich hier raus, Jake Brown. Ja. Und Tommaso Giacomel nutzt dann die Nachlader mit großen Zielen ja für diese Saison. Unterwegs den nächsten Schritt zu machen im Weltcup. Und Tschechien mit einem Nachlader hier durchgekommen. Giacomel für Italien auf Rang 6 jetzt. Ah, auch hier rechts tief, leichter Fehler. Bei Benedikt Doll hat sehr schön mit dem ersten frühen Schuss ein wenig Druck aufbauen können. Rechts hoch. Ah, und das Nachladen. Da muss er seitlich abkippen, damit es da
bessere Hebel gibt. Und ja, der war jetzt wirklich noch satt drin. Und dann haben wir Martin Ponsiluoma für Schweden. Wie erwähnt, weit, weit zurückgefallen. Und auch er hier mit Schwierigkeiten. Zwei Fehler schon. Und jetzt die Nachlage. Ja, und er gibt Gas. Ja. Er gibt Gas. Kann sich hier absetzen, Johannes Dinius Bö in dieser zweiten Runde. Na gut, es sind die fünf, knappe 5 Sekunden. Hey, und wieder drüber geht er. Abfahrten nutzen, Gas geben und am Leben. Also es sind 7,6, das ist ein wenig die Psychologie. 5 Sekunden hat Christian Mehringer ihm zugerufen. Also 5 Sekunden hat Johannes Dinius Bö ein wenig den Abstand vergrößert zu Benedikt Deutsch. Aber natürlich auch auf die Verfolger. Ja, Felix Leitner. Felix Leitner und der Franzose Fabien Claude. Ja, schon deutlich, 16 Sekunden. Ja, ist ordentlich am Kämpfen hier, der Franzose, diesem Anstieg. Und mit der 10 hier der Slowene, Lovro Blanco, also gut geschossen hat und dadurch diese sehr gute Position hier halten kann. 5. Rang für Slowenien. Jakob Fack hat sie da mit vorne rangebracht ans Feld, der hier vor ihm gelaufen war. Und dann Tommaso Giacomel, gefolgt vom Schweizer Niklas Hartwig. Ein wenig die neue Generation hier, die vorne anklopfen will und den Arrivierten das Leben schwer machen will. Die beiden hier, Giacomel und Hartwig. Ab und an gelingt es mit hervorragenden Ergebnissen von beiden. Niklas Hartwig hat so seine Mühe hier in Östersund. Das ist eine Strecke, die liegt ihm nicht ganz so, sagt sein Trainer Remo Krug. Ist natürlich auch eine Einstellungssache, aber es gibt einfach Strecken, die liegen einem. Und dann gibt es wieder welche, die liebt man. Das hört man ja immer wieder bei den Athletinnen und Athleten. Und Johannes Dinius Bö hier auf dem Weg zum Schießen. Stehender Anschlag. Und der Abstand zu Benedikt Doll vergrößert sich. Muss jetzt eben auch diese Runde alleine laufen, Benedikt Doll. Aber nach hinten passiert nicht viel. 29 Sekunden zurück, Fabien Claude, der jetzt vorbeigegangen ist an Felix Leitner. Benedikt Doll hat sich im Einzel schon geärgert über die ersten beiden Schießen. Hat er jeweils einen Fehler gemacht. Unnötig, sagt er. Hat sich aber gut einstellen können auf diese neue Waffe. Und jetzt also Schießen im stehenden Anschlag für die beiden. Johannes Dinius Bö und Benedikt Doll. Oh wei. Ja. Mein lieber Mann, das war Johannes Dinius Bö, wie wir ihn kennen aus den letzten Jahren. Boah, zwei rote Ringe jetzt bei Benedikt Doll. Also Johannes Dinius Bö auf und davon. Mit dieser beeindruckenden Serie wieder einmal. Und jetzt wird's ernst für Benedikt Doll und das deutsche Quartett. Er muss treffen mit den beiden verbleibenden Patronen. Einmal gut gegangen. Und nochmal gut gegangen. Durchatmen. Nervenstark. Frankreich auch mit einem Fehler. Und jetzt auch der Österreicher. Verschafft ein wenig Luft für Benedikt Doll. Also Fabien Claude belässt es bei dem einen Nachlader ebenso wie Felix Leitner.
Johannes Tinjesbø jetzt also mit einem Vorsprung von 29,8 Sekunden auf Benedikt Doll. 44,2 Sekunden für Fabian Claude, also 15 Sekunden hinter Doll. Hat sich da näher ranschieben können, ein wenig. Und Felix Leitner 52,7 Sekunden auf Johannes Tinjesbø. Die Schießzeit von Johannes Tinjesbø war 22,1 Sekunden. Sehr schnell, wenngleich wir heute schon schnellere gesehen haben. Aber extrem souverän. Und so wie wir ihn kennen, das ist er einfach, der Johannes Tinjesbø, der beste Biathlet der Welt. Und Niklas Hartwig hat hier Giacomel, Tommaso Giacomel, der immer noch hier steht, übertrumpfen können. Längst weg der Schweizer. Zwei Nachlader, Giacomel braucht alle drei Nachlader und geht jetzt hinterher. Österreich also auf 4, Hartwig auf 5 und dann nochmal das Schießen von Benedikt Doll. Ja, man kann natürlich vorne auf den Korntunnel, vorne auf das Visier schauen, sieht man natürlich die Bewegungen im Anschlag, wie er zittert. Auch hinten das Tragegestell gibt immer sehr viel Hinweis, wie sehr wackelt denn der Athlet im Moment der Schussabgabe. Aber er hat es hinbekommen. Und hier schön zu sehen, die Reservepation jetzt ganz oben drauf bei Benedikt Doll. Also nochmal genau hingeschaut und jetzt wollen wir genau hinhören bei Philipp Navrat. Nils, bitte. Ja, Philipp Navrat ist zu uns gekommen. Glückwunsch, Philipp, zu einem wirklich tadellosen Auftritt. War es also gar nicht so schwer, die Enttäuschung nach dem Einzel abzuschütteln oder war die gar nicht so groß? Doch, es war jetzt nicht so schwer, da ich gewusst habe, die Form passt gut. Das war jetzt für mich erstmal eine gute Basis zu wissen, dass das stimmt. Und daher war gleich der Fokus aufs Nächste. Und sie haben natürlich mir fokussiert und gehofft, dass ich den Einsatz wieder in der Staffel kriege. Hat geklappt und daher war ich super happy, dabei zu sein. Als ich gehört habe, um ganz ehrlich zu sein, dass die beiden Besten nach dem Einzelnen ausfallen würden, ist meine Zuversicht so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Das ist offensichtlich ein Fehler, wie wir sehen. Wie ging es Ihnen? Ja, natürlich ist das ein bisschen schade, wenn da die zwei Besten vermeintlich erstmal ausfallen. Und ja, haben wir uns jetzt heute neu zusammenrappeln müssen, denke ich. Und auf die Schnelle, denke ich, bis jetzt mal ganz gut gelungen. Hoffen wir mal, dass die zwei jetzt auch noch das ganz gut durchkriegen. Und dann denke ich, ja, passt es nur halbwegs trotzdem. Dann wollen wir mal die Daumen drücken. Vielen Dank. Danke. Ja, absolut. Bisher läuft das wunderbar für die deutsche Staffel. 5 Nachlader insgesamt. Sehen zwar die Norwegern, die heute sehr, sehr gut auch schießen. Ein Nachlader bei Johannes Tinjesbø. Insgesamt haben die Norweger 6, die deutsche Mannschaft schon 11. Ja, das ist jetzt genau das Gegenteil von gestern. Ja. Die Damen insgesamt nur 4 Nachlader, deshalb auch der gute dritte Platz. Heute schon 11 bei der deutschen Mannschaft, die viel durchs Laufen kompensieren konnte. Definitiv. Ja, und jetzt würden wir gerne in den Kopf schauen von Johannes Kühn. Auf dieser 4. Da stehst du ganz am Ende ganz alleine da. Alle sind jetzt unterwegs und du hast die Verantwortung als letzter Läufer, das Ding hier nach Hause zu bringen. Eine Erfahrung, die man durchaus mal machen sollte und kann. Kein Problem und auch kein Druck für Johannes. Er darf sich da jetzt nicht verrückt machen lassen. Er ist liegend ein sehr guter Schütze. Und stehend, wenn er mit seinem Atemstopp zurechtkommt, warum soll es nicht auch funktionieren? Beim Einzelwettkampf hat er beim letzten Schießen 0 Fehler geschossen. Also kann auch funktionieren. Ja, und eben auf dieser 4. Position läuferisch sicher einer der Guten, auch im deutschen Team. Wenn es darum geht, da nochmal zu fighten, zu kämpfen auf den Kilometern, da ist er sicher schon auch ein guter Mann. Ja, zumal Viertel-Sierstad Christiansen zwar in der Vergangenheit ein sehr guter Schlussläufer war, aber in diesem Jahr noch nicht so überzeugen konnte. Also da ist durchaus der ein oder andere Fehler noch drin. Also aufgeben braucht Johannes Kühn nicht. Überhaupt nicht. Und bislang, wie gesagt, bei allen Vorzeichen mit den Läufern, die hier kurzfristig reingekommen sind in die deutsche Mannschaft, läuft das hier richtig gut. Das Maß aller Dinge für den Moment bleiben die Norweger. Unangefochten auf dieser Position 1. Und jetzt ist es eben an Vetlesjastad Christiansen, das Ganze hier nach Hause zu laufen. Fabian Claude. Dann geht's gleich los für Johannes Kühn. Steht da bereit. Benedikt Doll
kommt rein. Schauen wir nochmal auf den Rückstand. Ja, ist nochmal um 9 Sekunden angewachsen. 38,5 Sekunden. Der Rückstand für Johannes Kühn auf Wettles Jastad Christiansen. Die Franzosen wechseln jetzt auf ihren Besten, auf Quentin Fillon-Maillet. Und mächtig Dampf bei Benedikt Doll. Benedikt Doll war 8,7 Sekunden langsamer auf dieser letzten Runde. Das ist schon ordentlich gegen Johannes Dinis Bö. Fabien Claude nur 3,7 Sekunden insgesamt schon gut gelaufen. Und Benedikt Doll war mit 16,4 Sekunden auf der gesamten Laufstrecke Total Course Time zweitschnellster. Also Benedikt Doll ist auch gut gelaufen. Er ist halt gegen den besten Biathleten der Welt gelaufen. So sieht's aus. Und der Wechsel bei den Italienern. Lukas Hofer jetzt auf der abschließenden, auf der vierten Position. Und da freuen wir uns alle, dass er wieder so in dieser Form hier auftreten kann und mit dabei ist. Für Tschechien Adam Václavič als Schlussläufer. Italien auf Rang 6, 2 Minuten 01,4 zurück. Und das noch einmal der Wechsel der führenden Norweger. Von Johannes Tinjes Bø auf Vetles Jostad Christiansen. Den haben wir hier groß im Bild. 13. war er im Einzel, 20. Laufzeit. Im vergangenen Jahr, 3. Jahr im Weltcup gewesen. Sehr konstante Saison gehabt. Und auch für ihn hier die Informationen, wie sich das da hinter ihm entwickelt. Athleten schauen sich natürlich immer auch dann am Schießstand alles an. Aber hier gibt es heute keine Veränderungen. Die Bedingungen sind wirklich gleich geblieben. Und da haben wir Johannes Kühn groß im Bild. Und dann Quentin Fillon-Maillet. Die dann gefolgt von Österreich und den Schweizern. Ganz starke Mannschaftsleistungen. Aber gut, genau. Dieser beiden gehen, Teams. Lassen Sie laufen. Perfekt. Genau, Vortrieb. Hey, Abstand ist gleich blieben. 40, gut so, oder? Abstand ist gleich geblieben, sagt Christian Mehringer seinem Athleten. Wir wissen, dass er um 4,5 Sekunden, um genau zu sein, angewachsen ist. Aber das ist eben die Psychologie zwischen Trainer und Athleten. Er muss ihm jetzt mal die Sicherheit vermitteln. Alles unter Kontrolle, passt. Sollte der Franzose kommen, lauf hinterher. Also man muss da auch als Trainer eine gewisse Souveränität ausstrahlen in dieser Situation. Patrick Jakob für Österreich hier auf der abschließenden Position. Komatz, Eder und Leitner, drei Athleten, die stärker einzuschätzen sind als er hier auf den Positionen 1 bis 3. Ich bin mal gespannt, wie er sich hier schlägt und ob er diese vierte Position halten kann. Ordentlichen Vorsprung vor der Schweiz. Da hinten kommt der Schlussläufer der Schweizer, Jeremy Finello. Und hier haben wir groß im Bild Lukas Hofer. Ich habe es angesprochen, 10. Laufzeit im Einzel. Vergangene Saison komplett passen müssen, außer in Oberhof. Bei der WM, da war er mit am Start. Diese entscheidende Entzündung im Schienbein, aber du hast nochmal mit ihm gesprochen. Diese Entzündung ist offensichtlich da durch den Körper auch gewandert. Ja, also vor allen Dingen mit Johannes Lukas, der ihn ja betreut. Also es ist vom Schienbein ins Knie, vom rechten Knie ins linke Knie, dann in den Rücken. Also man war verzweifelt. Niemand kann sagen, was es genau ist. Natürlich hat er sämtliche möglichen Untersuchungen durchlaufen, aber niemand konnte dem Lukas Hofer sagen, du, das ist es genau. Im Augenblick geht es wieder gut. Im Augenblick ist er auch in guter Form und ist zuversichtlich, dass er hier nochmal eine gute Saison hinlegen kann.
Ja, und Siegfried Massé eilt sich hier zurückzukommen ans Glas, um die Schüsse von Vetles Jastad Christiansen zu beobachten. Und wir sind gespannt, ob Johannes Kühn da als erster um die Ecke biegt oder ob Quentin Fillon-Maillet, der sich da rangearbeitet hat, noch vorbeigegangen ist vom Schießstand. Ja, momentan laufen die beiden hier unten an unserer Kabine vorbei. Nach wie vor Johannes Kühn an Position 2, Quentin Fillon-Maillet an 3. Da sind dann noch ein paar Meter dazwischen. Ja, sehr, sehr sicheres Schießen von Vetles Jastad. Christiansen lässt dir gar nichts anbrennen. Starker Auftritt. Der Vorsprung gab ihm die Sicherheit. Er musste nichts riskieren. Er konnte sich wirklich auf seine Arbeit da konzentrieren. Hat er großartig gemacht. Und die beiden, die müssen sich jetzt ein wenig duellieren. Johannes Kühn, wie gesagt, ein sehr sicherer, ein sehr guter Liegenschütze in der Vergangenheit. So, Vorteil, ja, kleiner Vorteil für Johannes Kühn, hat den letzten dann auch noch daneben gesetzt, aber Quentin Fillon-Maillet, der muss jetzt hier alle drei Patronen nutzen. Ja, schon ein wenig Nervosität, ja, zu erkennen. Ah, das ist dieses direkte Duell. Ja. Jawohl, und er kann hier als erster weggehen, Johannes Kühn. Und zunächst einmal einen Vorsprung halten vor Quentin Fillon-Maillet, der hier die Strafrunde vermeidet und wieder in die Verfolgung geht. Knappe Minute jetzt zurück, das deutsche Team hinter Norwegen. Und der Rückstand von Quentin Fillon-Maillet, den sehen wir hier. 1:09 nach vorne, 10 Sekunden knapp auf Johannes Kühn. So, Österreich, sauber durch. Und Jeremy Finello, der ja hinten dran war, für die Schweiz, lässt hier zwei Scheiben stehen. Die Chance für Lukas Hofer, Platz gut zu machen hier über das Schießen. Na, passt nicht ganz. So, der Schweizer muss treffen. Und Lukas Hofer kann loslaufen. Ja, jetzt hat aber Finello auch die letzte Scheibe getroffen. Olli Hittensalo da mit der 7 für Finnland. Und davor eben Adam Vaclavic für Tschechien. Also die Reihenfolge: Norwegen vor Deutschland, Frankreich, dann Österreich, Italien. Der Positionswechsel mit der Schweiz jetzt. Italien auf 5, die Schweiz auf 6. Und wir schauen auf Sebastian Samuelsson, der mit einem Rückstand von 3:22,8 ins Rennen gegangen ist. Also quasi aussichtslos, auch für einen Ausnahmeathleten wie Sebastian Samuelsson. Zwei Strafrunden schon für Schweden. Auch die Ukraine sonst haben es gesehen hier, starke Schützen, aber auch sie müssen zweimal in die Runde. Sebastian Samuelsson das Ganze hier sauber erledigt und geht in seine zweite Runde. So, schauen wir mal, was sich da draußen entwickelt. Johannes Kühn durchs Bild und dann kommt der Franzose. Fillon-Maillet kämpft, er will heranlaufen, dass es wieder zum Duell kommt, zum Stehenduell. Die kennen natürlich die Stärken und Schwächen des anderen. Ja, perfekt. Ja, Franka ist 10 Sekunden weg. Ja, alles im Griff. Super. So, und weiter. Ja, komm, alles. Hin. Und drüber. Also. Frankreich 10 Sekunden weg. Knapp waren es. 10 Sekunden ja. Nach dem Schießen. 9 sind es. Ja, passt. Ja. Kühn läuft gut auf die Spitze, hat er sogar ein wenig gut gemacht, also nichts verloren. Jetzt gilt es dann,
die Nerven zu bewahren und den Atemstopp richtig einzusetzen, nicht zu schnell an den Schießstand zu laufen. Ein kleiner Vorteil für den Johannes, denn es geht hier aus der Abfahrt an den Schießstand. Die Belastung ist nicht zu hoch. Sind wir gespannt. Ja, und da laden wir Sie gerne alle ein, die Daumen zu drücken für Johannes Kühn. Wir haben es angesprochen, seine Schwäche im stehenden Anschlag. Und hoffen wir wirklich, dass es heute gut geht. Und dass nach den Damen gestern auch die deutschen Herren heute mit einem Podiumsplatz hier rausgehen. Um daran anzuknüpfen, was am Wochenende begonnen hat. Nämlich ein solch erfolgreicher Saisonstart, wie lange nicht, fürs deutsche Team. Österreich verliert deutlich an Zeit. Also es muss schon sehr viel schief gehen, dass es jetzt kein Podestplatz mehr wird. Ja, ja. Lukas Hofer, Jeremy Finello hinter ihm für die Schweiz. Das ist der Zweikampf um die Plätze 5 und 6. Jetzt schaut er rüber, der Lukas Hofer, will den Schweizer da offensichtlich vorbeilassen. Mal die Arbeit leisten lassen. Wenig nach links gegangen. Ja, wieder ein. Ja, ein paar Sekündchen hat er gut gemacht. Sehr gut. Große Sprünge gelingen nicht, ist auch nicht zu erwarten. Ja. Er muss sich eben jetzt auch vorbereiten auf das Schießen eben im stehenden Anschlag. Sein Rennen hier laufen, ganz alleine. Alle drei da vorne müssen ihr Rennen finden. Auch der Franzose, Quentin Fillon-Maillet. Und Siegfried Massé bereit wieder für Wettlesjahrstart. Christiansen. Da hat er schon den ersten Schuss angesetzt, nochmal neu. Und jetzt geht's los. Ah, da hat er zu Beginn seine ganze Erfahrung gebraucht da. Und den nicht schon nebendran zu setzen. Ja, aber macht den Deckel drauf hier, Wettlesjahrstart Christiansen. Und da ist das Lachen zu sehen bei Strömsheim, bei Tarjebö, die Faust. Und auch Siegfried Massé mit einem Lächeln im Gesicht geht also da weiter, wo es im vergangenen Jahr aufgehört hat. 5 Rennen, 5 Siege und jetzt eben die erste Staffel in dieser Saison wieder an Norwegen. Aber jetzt ist die Spannung hoch hier aus deutscher Sicht. Johannes Kühn, Daumen drücken, wirklich. Zwei Nachlader sind's. Quentin Fillon-Maillet geht vorbei. Trifft hier alles auf Anhieb. Und jetzt kämpft er hier gegen die Strafrunde. Einmal durchatmen. Nein, muss in die Runde. Johannes Kühn muss in die Strafrunde. Alles gut, das hören Sie da. Ja, der Abstand war zuletzt so, dass die Strafrunde drin ist für Johannes Kühn und er noch die dritte Position halten kann. Aber das ist natürlich richtig bitter für ihn. Und jetzt schauen wir auf die nächsten Verfolger. Während Johannes Kühn hier wieder raus ist, also dritte Position für ihn, Österreich, Italien und die Schweiz am Schießstand. Jetzt auch der Österreicher mit dem ersten Fehler, müssen ja eben auch erstmal da durchkommen und Johannes Kühn also raus, zweite Position verloren, aber der Podestplatz, den hat er gesichert. Wird ihn ärgern, diese Strafrunde, ist doch klar. Auch Lukas Hofer kämpft mit Problemen, hat ein wenig die Nähmaschine, die berühmte, ist ein etwas in die Knie gegangen, um die Oberschenkelmuskulatur zu entlasten. Jetzt zuckt er ein wenig, auch ganz ungläubig über den Augenschutz und muss treffen jetzt. Sebastian Samuelsson kommt da heran.
Ja. Hofer ist durch. Und Jeremy Finello, der muss in die Strafrunde. Also für die Schweizer geht es auch über den Umweg durch die Strafrunde. Samuelsson, der hier lautstark begleitet wird, hat natürlich schnell geschossen. Wollte dann noch ein, zwei Positionen gut machen, muss aber jetzt selbst zwei Patronen nachladen. Mindestens. Ja, schafft er aber. Schiebt sich vorbei an Tschechien. Sebastian Samuelsson. Ja, und der Samuelsson, der wird jetzt die vor ihm laufenden Schweizer auf alle Fälle noch überholen. Mein lieber Mann, von 12 gestartet, jetzt schon auf Position 7, Sebastian Samuelsson. Wow, mit Abstand der stärkste Läufer im Einzelwettkampf. Ja. Und am Wochenende ja schon die Single-Mix-Staffel gewonnen mit Hanna Öberg, während wir hier nochmal die letzten Schüsse von Vetles Jastad Christiansen sehen und die entsprechenden Reaktionen da draußen an den verschiedenen Positionen. Und da grüßt er nochmal nach draußen. Aber ganz viel, ja. Und Quentin Fillon-Maillet haben wir da noch kurz gesehen, der hier die Gunst der Stunde genutzt hat und vorbeigegangen ist an Johannes Kühn auf die zweite Position. Die Weltmeister von Oberhof also auf Rang 2. Der Favoritenkreis steht auf dem Podest, daneben die dazugehörenden Schweden. Na, 10 Sekunden hat er da nach vorne gut machen können, der Johannes Kühn. Aber wichtig ist jetzt einfach hier durchzulaufen. Dritte Position, Abstand nach vorne, auch auf Quentin Fillon-Maillet aussichtslos. Ja, die laufen jetzt nur noch das Rennen zu Ende zurecht. Es kommen noch viele schwierige Wettbewerbe für die Jungs. Und mit dem dritten Platz, da kann die deutsche Mannschaft heute schon zufrieden sein. Denn mit zwei Ersatzleuten den dritten Platz zu erreichen, das ist schon gut. Ist schon gut. Auch wenn Johannes jetzt ein bisschen Pech hatte zum Schluss oder es eben nicht ganz schaffte. Aber der Platz ist gut. Denn es macht ja was eben mit einer Mannschaft. Du hast Vorbesprechungen, du besprichst, wie die Aufstellung ist. Jeder richtet sich darauf ein, auf die Position. Die laufen, bleiben ja auf dieser Position. Neue kommen rein. Und da ist schon viel Unruhe, die dann entsteht. Und die musst du eben dann, oder solltest du nicht mit ins Rennen tragen. Und Lukas Hofer kämpft hier, will da noch nach vorne, will die Österreicher einholen. Und sich die vierte Position da noch holen. Und Vetles Jastad Christiansen, der hat es hier gleich geschafft. Die Kurve kennen Sie schon. Dann geht es runter in Richtung Stadion, in Richtung Ziellinie. Für ihn heute der pure Genuss. Kein Sprintfinale. So, schon mal ein bisschen Wärme einpacken, austrudeln lassen. Gratulation also an Norwegen. Endres Grömsheim, Tarje Bø, Johannes Dinjesbø und Vetles Jastad Christiansen. Immer mit einer ordentlichen Schar an Fans in der Weltcup-Welt unterwegs. Das ist der Dank vom 31-Jährigen. Jawohl. Und noch einmal die Siegerfaust, 7 Nachlader insgesamt, richtig gutes Schießergebnis, wenn man sich das ganze Feld betrachtet. Ganz stark auch Österreich mit nur 2 Nachladern. Und er hier fordert es auch nochmal ein, Leute, hier, wir sind Zweiter. Gratulation also an Frankreich, Eric Perrault, der eingesprungen ist, dann Emilien Jacquelin, Fabien Claude und er hier am Ende mit nervenstarken, sehr, sehr guten Schießen, Quentin Fillon-Maillet. Und dann ist es gleich auch geschafft für Johannes Kühn. Ein paar deutsche Fähnchen auch hier auf der Tribüne. Jetzt haben sie es registriert, dass der Deutsche da rechts kommt. Also zum Podiumsplatz kann man locker gratulieren. Herzlichen Glückwunsch an das deutsche Team. Nächster Podestplatz zu Beginn dieser Saison. David Zobel, Philipp Navrat, Benedikt Doll und am Ende Johannes Kühn. Ja, sehr schön, würde ich auch sagen, selbst wenn er mit Quentin Fillon-Maillet rausgelaufen wäre, zeitgleich,
der ist ja Olympiasieger. Das ist ja auch kein schlechter. Da wäre es vielleicht spannender geworden, aber es hätte auch der dritte Platz so werden können. Also insofern herzlichen Glückwunsch an die vier Jungs. Ja. Können Sie wirklich zufrieden sein? Und dann schauen wir noch auf den Kampf um Platz 4, ob Lukas Hofer das noch gerissen hat, geschafft hat. Da kommt die Zielgerade. Mächtiger Kampf hier. Patrick Jakob, aber er bleibt hinter ihm. Lukas Hofer kommt da nicht mehr vorbei. Also Gratulation auch an Österreich. Starke Leistung mit diesem vierten Rang. Auch gerade hier mit ihm auf dieser vierten Position.